Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem erneuten Video hier auf dem Kanal. Und ihr Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir machen heute die wöchentlichen Top-Partien wieder mal, mit einer Belohnung, die richtig nice ist, ein Prime-Gold-Spieler-Set, also ein 45k-Set, die können auf jeden Fall sick sein. Ansonsten gibt es hier noch in dieser Top-Partien-Challenge ein Prime-Elektrum-Spieler-Set, richtig geil, ein 7,5k-Set, ja gut, die Challenge war halt auch, ne? Ein 25k-Set, Premium-Goldspieler-Set und ein kleines Prime-Goldspieler-Set haben wir denn hier auch noch am Start. Ansonsten eigentlich noch von gestern, was gab's denn da für ein Pack? Ich muss gerade nochmal nachgucken. Ach nee, es gab ein kleines 50k-Pack, also ein seltenes Goldspieler-Set in klein. Gab's für die gestrige Path to Glory Challenge und heute haben wir auch ein richtig nettes Pack am Start, ein 35er, für diese Challenge. Und die habe ich auch gemacht, dann das heißt, wir haben insgesamt 5, 6, 7 Packs am Stissel und ja, die sind auf jeden Fall ganz nice, würde ich sagen. Wir fangen an mit den Top-Partien. Gank gegen Standard Lüttich. Sehr interessante Top-Partie auf jeden Fall. Da brauchen wir mindestens 3 Spieler von beiden Vereinen zusammen. Also ja, ansonsten maximal 3 Spieler mit derselben Nationalität. Ein 78er Rating, ein 80er Chemie. Ich habe eine 100er Chemie rausgehauen mit 11 Spielern auf Loyalität. Das heißt, wenn ihr es 1:1 nachbauen würdet, ohne Loyalität, würdet ihr wahrscheinlich nur auf, ja, so 90, nein, nee, ein bisschen mehr, sogar 95 oder so kommen. Könnte gut sein, vielleicht auch noch ein bisschen weniger, aber es reicht auf jeden Fall für die 80 Chemie, Rating ist auch safe dabei, habe ich die türkische Liga genommen, um das Rating hoch zu pushen, weil ich nicht so viele Goldspieler aus der Pro League hatte, deswegen habe ich das gemacht, ansonsten Okocha, ach, Scholz heißt der, Scholz genau, und der weiß ich nicht, Edmilson Jr., Forster Skills, 12-Star Weakwood, kranker Scheiß, ansonsten wie gesagt, einfach mit Super League aufgefüllt, und damit das Rating dann geholt. Hier nochmal die ganzen Spieler. Und dann hat sich der ganze Spaß ja auch. War jetzt nicht sonderlich schwer. Gibt aber ein nice Set dafür. Aber man sollte halt auch aus einem Pro League, aus 3 Pro League Spielern, die relativ low rated sind, noch ein 78er Rating rausholen. Von daher angemessen, wie ich finde. Angemessen auf jeden Fall. Nächste Challenge ist dann Limerick gegen Cork City. Da brauchen wir mindestens 2 Spieler von beiden Vereinen. Mindestens 3 Nationalitäten. Mindestens 3 aus derselben Liga, eine 80er Chemie und ja, das war relativ easy, also einfach, was ist das hier, irische Liga rausgehauen, ein irisches Liga-Team mit, ja, nur Bronzespielern, die halt nichts kosten einfach, die sind billig as hell, hab denn hier 2 Spieler von Limerick oder Cork City drin, ich weiß gar nicht von wem, hier einer von Limerick und da ist rechts einer von Cork City, wenn ich es richtig sehe. Ja, müsste hinhauen. Und dann, ja, einfach die Rest aufgefüllt mit Bronzespielern aus der irischen Liga da. Sollte nicht sonderlich schwer sein. Gibt halt auch ein Scheißpack dafür, von daher alle safe. Kranke Frisur hat der Typ auf jeden Fall. schön viel Gel reingehauen. Nächste Challenge ist dann Barcelona gegen Athletic Bilbao. Wo wir mindestens einen Barca-Spieler, mindestens einen Athletic-Bilbao-Spieler brauchen, mindestens 4 seltene, genaue Gold, also man muss nur Goldspieler verwenden oder darf nur Goldspieler verwenden und eine 85er Chemie, das ist mega easy, dafür, dass es ein 25k-Pack gibt, ist es eine richtig nice Belohnung, dafür, dass man halt nur so wenig abgeben muss. Ich gebe hier gerade nochmal den ab, weil ich den in meinem Fun-Team drin habe. Fällt mir gerade auf. Ich habe ihn, glaube ich, schon so oft einfach mal abgegeben und immer wieder gekauft, wieder gekauft, wieder gekauft. Einfach, weil ich auf den nicht so achte. Keine Ahnung, der ist so unscheinbar. Deswegen, keine Ahnung, gebe ich den irgendwie zigtausend mal ab. Natürlich alle auf voller Chemie, beziehungsweise alle auf Loyalität. Sollte man aber so oder so easy die 85er Chemie erreichen, die man braucht, um das Team abgeben zu können. Von daher ein easy, einfach ein La Liga-Team bauen mit 85er Chemie. Das ist, ja, simple as hell. Die letzte Challenge ist dann nochmal Olympique Marseille gegen Olympique Lyon. Braucht man mindestens einen Spieler wieder von beiden Vereinen. Mindestens 4 Ligue 1 Spieler. Mindestens 2 seltene und eine 85er Chemie. Also hier auch wieder kein Rating vonnöten. Einfach alles billige, low-rated reingehauen aus der Ligue 1, was ich hatte. Warum habe ich eigentlich ihn reingehauen? Der ist von Nantes. Habe ich keinen Bronze-Torhüter oder so gehabt? Warum habe ich nicht ihn reingehauen? Total dumm. Aber okay. Genau, ansonsten habe ich hier Diakbi, heißt der, Diakbi von Olympique Lyon. Ich gucke gerade mal, ob ich da auch ein Silberspiel einfach noch habe. Olympique Lyon, natürlich nicht. An sich ein Silberspiel am Verein. Na hier, komm, der Dude kann rein. Dann haut es mit der Chemie trotzdem nur easy hin. Ja, sollte klar sein. Ach komm, wir machen hier einfach nochmal. Habe ich noch irgendwelche Bronzespieler aus der Liga? Okay, nee, gut. Von daher easy. Also einfach ein
billiges League A-Team bauen, ist das einfachste, um ja die Chemie zu bekommen. Man muss halt gucken, welche Spieler man von Lyon oder... Ich brauch den nicht mal hier. Na, scheißegal. Passt schon. Why? Kostet der vielleicht zum Beispiel was? Kann man ja mal gucken. Aber ich glaube nicht. Oh, der geht sogar für über 1k weg. Dann werde ich nochmal versuchen, hier einfach einen billigeren reinzustellen. Yo, Thiago Silva, genau. Also. Ah, komm, der Typ hier ist eher untradable. Und dann habe ich den auch noch weg. Der Typ heißt Priri. Und ja, weg damit. Da haben wir auch das fertig. Die gesamte Challenge haben wir auch fertig. Und dann kommen wir noch zur letzten Challenge. Und die da wäre, Weltfußball hieß die, glaube ich. Ist das eben so? Dem ist so. Gibt, wie gesagt, ein 35er. Richtig nice auf jeden Fall. Ist auch nicht so schwer, würde ich sagen. Man muss dazu sagen, man könnte deutlich, ich glaube, 100 Chemie locker rausholen, wenn man hier zum Beispiel Shine hinstellt. Den habe ich da erst, aber als, den habe ich halt nicht selber, sondern nur als Dream-Squad-Spieler hingestellt. Hier hatte ich Dawson auch als Dream-Squad-Spieler und hier hatte ich Wallace als Dream-Squad-Spieler. Also jeweils hier noch ein brasilianischer Innenverteidiger von Lazio, türkischer ZM von Dortmund und ein englischer Rechtsverteidiger von West Brom, um die Dreiecke halt komplett zu machen. Einfach nur für die Chemie am Anfang. Ich sollte vielleicht erstmal auf die Challenge eingehen, fällt mir ein. Also wir brauchen 11 Nationalitäten, mindestens 5 Ligen, nur Goldspieler, mindestens 4 seltene, eine 75er Chemie, 80er Chemie habe ich erreicht, alle Spieler auf Loyalität. Wie gesagt, wenn ihr hier noch einen Schein hinstellt, hier einen Wallace und hier einen Dawson, dann habt ihr easy sogar noch mehr Chemie. Also wenn ihr die Spieler alle kaufen müsst, dann macht es so. Sollte, denke ich mal, relativ easy machbar sein. Also halt immer so Dreiecke bilden, habe ich ja schon immer gesagt. Hier ein Dreieck aus einem Team. Hier links ein Dreieck aus einem Team, halt immer mit einer anderen Nation jeweils. Darf sich halt keine Nationalität doppeln. Hier auch wieder ein Dreieck aus einer Nationalität. Und hier einfach zwei Random-Spieler, um die Nation voll zu kriegen. Um die Ligen voll zu kriegen und die Nation voll zu kriegen. Sollte relativ easy machbar sein auch wieder. Ja, achtet auch darauf, wie gesagt, was ich gesagt habe. Entweder dann halt Dawson, Wallace und Charlie noch reinstellen, anstatt Jojic. Jojic, Philippe heißt der, glaube ich, ne? Und Janmaat. Genau. Achtet darauf. Sollte aber easy machbar sein für euch. War jetzt auch nicht sonderlich schwer für mich. Von daher, ja, sollte es für euch auch easy machbar sein. So, dann kommen wir auch zu den Spielern, die wir ziehen können. Ist das neue Team of the Week hier echt noch nicht drin? Oh, lächerlich, dass sich das noch nicht aktualisiert hat. Ist das hier wenigstens das neue schon? Das wäre auch lächerlich, wenn es jetzt hier auch nicht das neue wäre. Es ist das neue, okay. Gut, da sehen wir das neue Team of the Week im Hintergrund. Natürlich auch wieder ein Batshuayi-Inform dabei. Richtig nice auf jeden Fall. Hat jetzt kein krankes Upgrade zu seiner Man-of-the-Match-Karte gekriegt. Aber trotzdem nice. Ansonsten noch ein Dybala als linker Flügel. Ein Rashford ist dabei, dessen Path-to-Glory-Karte jetzt nicht mehr in den Packs ist. Oder ist die noch in den Packs? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Path-to-Glory-Karte würde erst noch bis Freitag in den Packs sein. Und dann kommt der Inform erst in den Packs, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ansonsten noch Carlos Vela, den man auch bei einem Turnier gewinnen kann, muss ich noch machen. Lukaku habe ich mir schon geholt. Tarnoch, Cech, Aurier, der auch ein Once-to-Watch hatte. Skriniar, der schon ein Gold-Upgrade bekommen hat. Verratti, Ribery. Ja. Und das war's dann auch schon mit den krassen Spielern, so wirklich. Und Rodrigo hat auch noch eine Path-to-Glory-Karte im Sommer bekommen. Ach, im Herbst bekommen natürlich. Wäre auch vielleicht noch interessant. Ansonsten, ja. Kein wirklich krasser mehr dabei. Ist aber trotzdem ein nice Team of the Week. Dann haben wir natürlich noch die Frühling Path to Glory Karten am Start. Und das war's dann auch, was wir ziehen können. Aber es gibt auf jeden Fall nice Sachen zu ziehen. Hoffen wir, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben und eine der Sachen vielleicht ziehen werden. Also ein Bild, also mindestens drei Bildschirme will ich hier haben in diesem Video. Sollte, denke ich mal, klar sein. Die Erwartungen sind hoch, sind geile Packs dabei. Wobei die aber auch sehr gut enttäuschen können. Also das kenne ich sehr gut. Ja, Tyson hier. Gar nicht mal schlecht, ein 82er gleich im ersten 7,5er Pack. Kann man auf jeden Fall machen. Öffnen wir zunächst einmal das kleine Prime World Spieler Set. Davon erwarte ich mir am wenigsten. Mal gucken, was es da drin gibt. Es gibt natürlich auch kein Bildschirm, da skippe ich das mal. Mal gucken, was da drin sonst noch war. Na gut, ein Fernando Torres, ja. Nimmt man mit, aber ist jetzt auch nichts Besonderes natürlich. Diego Carlos, der glaube ich ein Upgrade bekommen hat. Wenn ich mich nicht irre. Ansonsten öffnen wir erstmal das Prime Electrum Spieler Set. Die sind zwar auch mega geil, also die können geil sein. Wie jetzt auch in diesem Fall, ist das ein Inform? Das ist ein Inform, komm, ein Inform aus dem neuen Team of the Week. Aurier, ey, das ist nice. Aurier ist ein richtig geiler Inform, würde ich sagen.
Ja, Mann, ist es ein Walkout? Das ist natürlich ein Walkout. Also mit dem Dortmund-Trikot kommt er hier auch raus. Richtig geil, der könnte gut was wert sein als Premier League Rechtsverteidiger mit richtig geilen Werten. 87 Tempo, 81 Dribbling, 70 Schuss sogar als Rechtsverteidiger, 83 Defending, 78 Passen und 87 Physis. Richtig nice. Könnte ich vielleicht sogar mein Team nehmen? Na, wer weiß. Mal gucken. Ich gucke erstmal, wie viel der Wert ist. Ich hoffe einiges. Das wäre mega geil. Vielleicht sonst noch was drin. Okay, sonst wäre kein Bildschirm drin gewesen. Aber ist über 100k wert. Straight weg. Ich gucke gerade schnell auf Handy nach, wie viel der Wert ist. Der billigste. Und dann muss der sofort weg. Also der geht so krass runter, Leute. In den ersten Stunden safe. Wenn halt wieder Special Sets und sowas kommen wird. Obwohl sind ja schon eigentlich da. Also von daher eigentlich auch egal. Aber kommt. Ich will da noch das Maximum rausschlagen hier. Wobei der meistens der am zweiten, denn 100k ist gerade der billigste. Dann machen wir mal hier 100k. Und hier, ja, machen wir mal 85. Hoffentlich geht er weg. Würde ich nice finden. Nehme ich mit. 100k, ja. Nicer Win. Win vor allem. Nicer G-Win, meine ich. Und der ist straight weggegangen. Gut, war vielleicht doch ein bisschen billig. Ist mir jetzt egal, der ist weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. War ein nice Set. Wir machen jetzt noch das seltene Goldspieler-Set in klein auf. Hoffentlich ist da auch was Geiles drin. Noch ein Bildschirm bitte. Okay, nein. Schade, schade. Aber das Prime Electrum-Spieler-Set hat schon gut reingehauen. 100k einfach mal easy win aus den Top-Partien gemacht. Ohne halt richtig einen eigenen Cent reinzustecken. Also nur Spieler halt, die ich im Verein hatte. Öffnen wir auch zunächst einmal das 25k-Set. Dann würde ich sagen, das 35er und dann das 45er. Das 25er enttäuscht schon mal, das gucke ich mir jetzt einfach mal an. Einfach noch, um die Spannungen ein bisschen hochzuhalten. Hutchinson ist das hier. Habe ich ja eben abgegeben in den Top-Partien. Dann kriege ich ihn gleich wieder in den Verein, ist okay. Nehme ich auch gerne mit. Ja, Aurier war schon ein nicer Pull auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich ihn doch behalten sollen. Ah, wobei. Na gut, morgen wäre halt eh, ja, ich denke, das war schon richtig, den gleich zu verkaufen. Von daher, ja, alles safe. Machen wir jetzt 35k-Pack auf, Leute. Kommt schon, da war ein Bildschirmfehler gerade dabei. Aber ich kriege trotzdem einen Bildschirm. Also war ein Bildfehler dabei, wir kriegen trotzdem den Bildschirm, so würde ich sagen. Brasilien, Stürmer ist scheiße, ja, Jonas. Gerade raus aus dem Team of the Week vor, ja, knapp anderthalb Stunden ungefähr. Ist er rausgeflogen aus dem Team of the Week, ist aber ein 84er Upgrade mittlerweile. Ja, aber bei Brasilien, Stürmer, konnte schon nichts Nices mehr dabei sein. Trotzdem noch ein zweiter Bildschirm drinnen mit dem guten Guillet. Ansonsten noch Ada Turan und Jermaine Defoe und Sirigu. Ist okay, nehme ich mit. Wieder ein Bildschirm drin kommen. Jetzt der dritte Bildschirm hier, den ich haben wollte. Bitte, ihr gönnt uns auch im Prime Goldspieler Set hier auch nochmal ein Bildschirm wenigstens. Ich bin schon so viel mit dem Gewinn, den ich gemacht habe, aber das ist schon lächerlich, finde ich, ne? So in einem Prime Goldspieler Set keine Bildschirm zu kriegen. Wir kriegen einen Vrijajko, der ein 80er Upgrade bekommen hat. Okay. Ja. Ist aber nichts Besonderes, ne? Also das ist echt nicht geil. So, Okocha kriege ich auch direkt wieder. Wusste gar nicht, dass Pogba gewechselt ist. Das hier ist auch ein Upgrade von Marokko. Der gute Bounou. Ja, und ansonsten war es das ja auch in dem Pack und auch von diesem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen guten Kommentar da. Ich würde sagen, wir haben nochmal einen richtig nice Inform gezogen. 100k ist er wert gewesen. Also in den Dreh auf jeden Fall. Laut Footbin war er so viel wert. Ist ja direkt weggegangen. Ist halt immer nicht so ein gutes Zeichen. Aber trotzdem nicer Pull auf jeden Fall. So in dem Dreh scheint der... Ja doch, guck mal, also das war schon in Ordnung. Der ist halt straight weggegangen, aber 103 und so kommt er hier die ganze Zeit drauf. Von daher alles easy, würde ich sagen. Man könnte vielleicht sogar ein bisschen snipen zu versuchen hier. Für, weiß ich nicht, 80k noch snipen. Und wenn man Glück hat, geht er noch für 100 weg oder so. Macht man ein bisschen Gewinn. Aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen guten Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein.